Alko Backhaus, Ortsvorsteher von Altenlotheim. 2 Jahre ohne Heideblütenfest wegen Corona, endlich wieder Heideblütenfest. Für Altenlotheim eines der größten Feste hier im Ort. Das ist richtig, wir feiern das schon jetzt schon zum 17. Mal, feiern wir das jetzt schon, das ist immer ein Highland. Wir haben klein angefangen, sind immer größer geworden, passt ganz gut und mit dem Nationalpark, Naturpark und der Stadt Frankenau und Ortsbeirat haben wir da ein gutes Team geschaffen, was sehr viel Spaß macht, mit denen das zu organisieren. Kommen zwar viele Fremde, aber es ist auch ein Fest für das Dorf hier in Altenlotheim. Auf jeden Fall, ist ein Fest für die Region ist das. Wir haben viel Natur rundherum. Du hast es schon angesprochen, auf der einen Seite sofort der Nationalpark, auf der anderen Seite der Naturpark. Wie wichtig ist die intakte Natur hier für uns in Altenlotheim, gerade auch in Bezug auf Tourismus? Schwierige Frage ist das gerade. Wo das Wasser als knapper wird, es wird sehr schwierig für die Natur und man muss auch sehen, dass man die Natur erhalten kann. Wir haben den Nationalpark, es ist in Ordnung, dass das Land Hessen sich 7000 Hektar leisten tut für einen Nationalpark, aber es muss aber auch einen Wirtschaftswald geben, damit die Leute versorgt werden mit Brennholz und mit Bauholz. Versorgt werden. Ja. Mhm. Altenlotheim ist landwirtschaftlich geprägt, viele kleinflächige Landwirtschaft, gar keine großen Schläge. Die Landwirtschaft hat eine Bedeutung für Altenlotheim, auch für die Landschaftspflege. Für die Landwirtschaft auf jeden Fall, aber für die Landwirtschaft nicht mehr so. Das sind wir eigentlich nicht für so geeignet, sag ich mal. Da gibt es bessere Ecken, wenn man da nach der Korbach oder Waldeck gucken tut oder was, wo große Schläge sind, wo die Ländereien viel besser bewirtschaftet werden können wie hier. Und dafür ist wichtig, dass wir hier noch eine kleine Region, regionale Landwirtschaft haben. Und so kann man die Flächen viel besser bewirtschaften. Alko Backhaus, Ortsvorsteher von Altenlotheim, vielen Dank. Bitte. Ja, Laura die Erste, Heideblütenprinzessin hier in Altenlotheim. Wie war's? Ja. Denn heute geht ja nun die Amtszeit zu Ende. Genau, heute übergebe ich das Amt. Ja, es war sehr schön. Also ich blicke eigentlich nur auf eine gute Zeit zurück. Ja. Jetzt hat Corona ja die Heideblütenfeste, also die Heideblütenprinzessin wird in der Regel für 2 Jahre gekrönt. Nun war Corona ja ein Fest, oder Corona hat ein Fest verhindert. Warst du traurig? Ich fand es schon schade, ja. Das muss man schon so sagen, weil es eigentlich immer ein schöner Tag ist und deswegen war es schon schade, dass wir es absagen mussten, ja. Welche Aufgaben hat eigentlich die Heideblütenprinzessin, außer hübsch auszusehen? Ja, wir geben dem Fest natürlich ein Gesicht und ja, sorgen dafür, dass man uns sieht quasi, dass man natürlich auch die schöne Landschaft mal besuchen kommt, dass wir präsent sind einfach. Wenn jetzt die Amtszeit zu Ende ist, dann bist du einfach nur wieder hier im Dorf Laura, wie dich jeder kennt. Ein bisschen traurig beim Abschied. Klar ist man immer ein bisschen traurig, aber ich glaube, meine Nachfolgerin wird das auch sehr gut machen. Und deswegen finde ich das gar nicht schlimm, dass es weitergegeben wird. Nun ist die Nachfolgerin ja ein absolutes Geheimnis bis zur Krönung. Und du verrätst das auch nicht. Ich verrate jetzt auch nichts, nee. Laura, vielen Dank. Ja. Abdrehen auch. Was hab ich da jetzt? Ich hab eine schöne Bandsäge oder mehrere Bandsägen, die ich schneide. Profane Dinge. Jetzt haben wir wieder einen Amtswechsel heute, deswegen sind wir alle da und sind auch schon sehr gespannt, wer die neue Prinzessin werden wird. Es sind tatsächlich hier mit uns da diverse Bürgermeister. Bürgermeister Manuel Steiner wird auch gleich noch eine Rede halten, aber auch sonst viele Gemeindevertreter
viele Bürgermeister Karlhöfer habe ich gesehen. Herzlich willkommen, hier da vorne steht er. Ich sehe ihn. Schön, dass Sie da sind. Aber auch alle anderen Gemeindevertreter, die ich hier heute schon gesehen habe. Herzlich willkommen. Heiko Backhaus wird noch dann auch noch bei der Krönung mit dabei sein. Vielen Dank. Also stellvertretend alle Gemeindevertreter aus den Gemeinden. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute da sind und gekommen sind. Aber es sind auch etliche Vertreter aus der Region hier. Auch das ist sehr schön, hier vom Regionalmanagement. Entschuldigung, ich bin noch neu, ich muss immer noch die Namen spicken, das werden Sie mir bitte nachsehen. Ja. Genau, wir haben hier vom Stadtmarketing zum Beispiel die Susanne Ebel, wir haben vom Regionalmanagement den Markus Exner, habe ich gesehen und begrüßt. Das heißt, wir sind hier wirklich auch in der Region tief verankert. Lisa Küpper ist da und natürlich auch vom Naturpark die Chris Gampfer. Auch sie wird uns gleich noch mit ein paar Begrüßungsworte zu dieser Zeremonie etwas beitragen. Also vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Aber auch darüber hinaus haben sich Gäste angekündigt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob sie schon da sind. Vom Landtag Frau Ravensburg war zumindest angekündigt. Kann aber sein, die haben natürlich ein volles Programm, dass sie erst noch zu uns stoßen. Genauso wie der Bundestagsabgeordnete Herr Schwarz, ich habe ihn jetzt auch noch nicht gesehen, aber ich vermute mal, Sie werden noch dazukommen. So, also, das heißt, wir haben heute eine Krönung vor uns. Wir haben noch einige Grußworte, deswegen will ich es jetzt dabei auch belassen. Wir haben herrlichstes Wetter, darüber können wir uns heute mal freuen, sonst sehen wir uns natürlich alle wieder mal nach Regen, aber heute, glaube ich, nehmen wir die Sonne dankbar an. Und dankbar bin ich auch für alle, die zu diesem schönen Fest hier heute beigetragen haben. Wir sind ja mittendrin, haben den Höhepunkt kurz vor uns. Es ist wirklich toll, was hier aufgebaut wurde von den Kollegen vom Nationalpark, vom Naturpark, von den alten Lotheimern hier. Das ist wirklich toll, was hier auf die Beine gestellt wurde. Für mich ist ja zum ersten Mal, ist total die schöne Atmosphäre. Ich bin ja mit der Familie da, die steht da hinten, die darf auch mal kurz winken, genau. Also wir genießen das hier total, wir werden auch nächstes Jahr freiwillig wiederkommen und sind dann auch gespannt auf die nächste Krönung. Und jetzt übergebe ich erstmal das Wort an Herrn Bürgermeister. Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen an alle. Ich freue mich, dass wir nach 3 Jahren wieder dieses Fest hier führen dürfen und dass so viele Leute gekommen sind. Das freut mich natürlich sehr, da ich auch das erste Mal in diesem Amt hier stehen darf. Ich darf noch meinen Vorgänger begrüßen mit seiner Familie, die stehen da drüben. Herzlich willkommen. Meine Familie ist auch hier irgendwo unterwegs und sitzt irgendwo und guckt sich das Ganze an. Ich glaube, eine tolle Veranstaltung und gerade auch für unsere Region, glaube ich, ein starkes Zeichen, weil nicht nur Nationalpark hier vertreten ist oder die Stadt, sondern auch der Naturpark, die Arche-Region. Ich glaube, das ist für uns was ganz Tolles, was ganz Besonderes. Auch für mich das erste Mal, dass ich neben einer Prinzessin stehen darf. Auch dafür nochmal vielen Dank und auch gleich bei der Krönung wieder dabei sein darf. Und ich möchte auch niemanden aufhalten. Einfach vielen Dank an alle, die dabei sind. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag und viel Spaß noch. Vielen Dank. So lange nicht stattgefunden hat. Deshalb ist es besonders schön, dass wir hier heute wieder zusammen feiern dürfen. Ich auch das erste Mal dabei sein darf und ich denke, das ist hier so ein vorbildliches Gemeinschaftsprojekt zwischen Nationalpark, Naturpark, mit den Menschen hier vor Ort, den alten Lotheimern und alten Lotheimerinnen. Das Fest ist schließlich mal aus einem Ortsfest entstanden und auch darüber hinaus bis zur Arche-Region und noch in der gesamten Region ist das Fest inzwischen bekannt und beliebt und ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Spaß dabei. Ich wünsche mir für nächstes Jahr noch einen Prinzen dazu und gebe jetzt an die Prinzessin weiter. Ja, ich darf jetzt auf ein paar Jahre Prinzessin-Dasein zurückschauen. Ich war natürlich sehr geehrt, dass ich damals vorgeschlagen wurde. Hab die Zeit auch in schöner Erinnerung. Ein Highlight war mit Sicherheit der Empfang der hessischen Hoheiten in Wiesbaden im Schloss Biebrich. Und jetzt ist es allerdings an der Zeit, das Amt weiterzugeben. Und ich freue mich, dass es wieder eine alte Lotheimerin ist. Und ich darf das Amt jetzt weitergeben an Lina, die erste, Lina Backhaus. Ja, ich
Ich freue mich, unser Dorf als Heideblütenprinzessin vertreten zu dürfen. Ich möchte alle ganz herzlich willkommen heißen und freue mich, dass nach der langen Corona-Pause so viele Besucher zum diesjährigen Heideblütenfest nach Alt-Notheim gekommen sind. Ich wünsche allen viel Spaß beim Erkunden der Heide, ob zu Fuß oder mit dem Planwagen. Und ihr könnt euch auch gerne schon mal den 13.08.2023 vormerken. Da wird das 18. Heideblütenfest hier in Alt-Notheim stattfinden. Und ich wünsche uns allen einen schönen Tag. Erstmal möchte ich mich bei der neuen Prinzessin herzlichen Glückwunsch zu dem neuen Amt. Es freut mich sehr, dass du das Amt übernommen hast. Es war eine lange, schwierige Entscheidung, bis wir jemanden getroffen haben, aber du standest an erster Stelle, bist du. Herzlichen Glückwunsch dazu. Laura, dir auch nochmal ganz herzlichen Dank, dass du das Amt jetzt 4 Jahre begleitet hast. Also du wirst in die Geschichte eingehen. Die längste Heideblütenprinzessin, die wir je gehabt haben. Aber vielen Dank dafür. Recht herzlichen Dank. Ja, ganz besonders darf ich euch jetzt nochmal willkommen heißen hier in Alt-Notheim. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, bei dem Nationalpark, bei dem Naturpark, bei der Stadt Frankenau, natürlich auch bei meinen Mitstreitern von Ortsbeirat, dass das Fest so herzlich angenommen ist und das freut uns sehr. Natürlich, so ein Fest ist auch was, ohne Aussteller und ohne allen ist das kein richtiges Fest. Dazu herzlichen Dank, dass ihr auch hierher gekommen seid und uns mit den Ständen hier erfreut. Ganz besonders möchte ich auch die Stadtkapelle Frankenberg begrüßen. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass das geklappt hat, dass wir ein bisschen Musik haben. Freut mich sehr. Nicht nur mich, auch alle. Es ist schon lange her, dass die Stadtkapelle meinen Alt-Notheim wieder gespielt hat. Das ist bestimmt schon. Ja. Da war ich noch etwas leichter, war ich da noch. Ja, herzlich willkommen. Gut, Rede lange, kurzer Sinn. Jetzt möchte ich noch einen Blumenstrauß an die Laura überreichen. Oh, bitteschön. Vielen Dank nochmal. Ja, jetzt habe ich noch einen Blumenstrauß hier drin. Den möchte ich ganz gerne, oder wir möchten den ganz gerne, der Denise überreichen. Ja. Die Denise hatte die meiste Arbeit und stellvertretend für deine Kolleginnen und Kollegen möchten wir dir diesen Strauß überreichen. Vielen Dank dafür. Danke. Ja, ich wünsche euch und uns noch einen schönen Nachmittag, viel Spaß und bleibt noch ein bisschen. Bis dann, macht's gut, ciao. Ja, Nina Backhaus, Heideprinzessin, Heideblütenprinzessin. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Die wievielte? Die dritte. Die dritte. Die nächsten 2 Jahre bist du hier die Hoheit in Alt-Notheim, vertrittst unser Ort, ich komme ja auch hierher, bei der Wiesenveranstaltung und auch ja, gerade den Naturpark, Nationalpark. Hast du dich auf die Aufgabe vorbereitet? Also ich wurde erstmal gefragt, ob ich die Heideblütenprinzessin machen möchte. Und dann, klar, bereitet man sich auch so ein bisschen drauf vor. Muss auch so kleine Sachen ein bisschen organisieren und so. Und normalerweise sind solche Ämter ja immer schwierig zu besetzen. Wie lange hat man gebraucht, um dich zu überreden? Überreden eigentlich jetzt gar nicht mal. Also ich wurde von 2 Leuten gefragt und da stand eigentlich auch schnell fest, dass ich das dann mache. Wenn du jetzt so die letzten, du bist ja Alt-Notheimerin, Gott sei Dank, die letzten Jahre zurückdenkst, hier das Heideblütenfest war eigentlich immer ein schönes Fest und ist quasi so alt wie du auch. Ja. Das heißt für unser Dorf hier Alt-Notheim ist das Fest, aber auch die Heideblütenkönigin doch ein tolles Aushängeschild. Auf jeden Fall. Gerade, dass wir auch gleich am Nationalpark dran sind und ich selber auch gerne da spazieren gehe mit dem Hund oder ich gehe auch gerne reiten da im Nationalpark. Also ist schon ganz schön bei uns. Nina, die erste Backhaus Heideblütenprinzessin in Alt-Notheim. Vielen Dank.